Hallo, ich habe euch heute ein tolles Brotrezept mitgebracht, mein sogenanntes Winzerbrot. Es ist ein Dinkelvollkornbrot mit einem Teil Buchweizen. Sehr kräftig im Geschmack, aber dennoch zu süß und herzhaft gut zu essen. Das Brot hat den Vorteil, es ist sehr schnell zubereitet, sehr lecker, kostengünstig und 1, 2, 3 zubereitet. Ich zeige euch jetzt, wie es geht. Ich nehme für mein Brot 660 Gramm Dinkelvollkornmehl, 120 Gramm Buchweizenmehl, 3 Teelöffel Salz, 80 Gramm Sonnenblumenkerne, 50 Gramm geschrotete Leinsamen, Kürbiskerne zum Garnieren für obendrauf, ein Päckchen Trockenhefe und 600 Milliliter warmes Wasser. Für mein Winzerbrot verwende ich noch 100 Milliliter trockenen Weißwein. Alternativ geht natürlich auch ein Schuss Essig. Dazu kommt noch ein Esslöffel flüssiger Honig.